Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Ich schau aus wie so ein Schrumpfkopf. Kleiner Kopf. Brauchen wir mal. Guck, Licht ist am Start. Wenn ich das hier dran stelle, und dann nimmt man das weg und dann fällt alles um. Hallo, warum? Eins hier, eins hier, eins da. Das sieht doch super aus. Ist das richtig so, dass es leuchtet? Das ist, weiß ich nicht. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge. Wir testen Mars-Getränke. Wir haben eigentlich gerade schon die X-Mars aufgenommen, a.k.a. Christmas, a.k.a. Glühmars. Weihnachtsmars. Ach so, hat die jetzt noch einen Namen oder was? Hannes, jetzt reicht's aber. Weil es schon ein bisschen dunkel ist in Hildburghausen und hier irgendwie heute sowieso den ganzen Tag verwirkt ist, haben wir jetzt mal drei Kerzen aufgestellt, die uns anleuchten, drei Handys. Wir möchten uns bei unserem Sponsor bedanken, nämlich beim iScorp Jens. Denn der iScorp Jens hat uns wieder Mars-Krüge geschickt. Mit diesen Mars-Krügen können wir jetzt neue Mars-Getränke testen, weil wir die Mars... Ja, immer danach kannst du mal den komischen Karton abziehen und mir den Karton wiedergeben, damit ich das hinter das Handy stellen kann. So, und schon hat's wieder. Wir wollen heute wieder ein Mars-Getränk testen und wir haben gedacht, was ist das Kultgetränk aus den 70er Jahren, würde Sir Edward sagen. Natürlich Dos Mars. Kennt ihr Dos Mars? Dos Mars ist auf jeden Fall richtig stabil. Sweet Simp Max Shot. Dos Mars gab es mal in durchsichtigen Flaschen, wo ihr richtig gesehen habt, wie der Likör aussieht. Dos Mars war der Bringer auf jeder Geburtstagsparty bei mir, als wir Bring Your Own Klappstuhl mit ins Wasserparty gemacht haben. Jetzt haben wir leider nur noch diese Dos Mars Flaschen. Das ist Zimtlikör mit 15%, aber immer noch mit diesem Peace-Zeichen. Das Peace-Zeichen ist legendär. Ich habe Hannes sogar genötigt, mal ein weißes T-Shirt anzuziehen. Ja. Er trägt ja immer nur schwarz. Wie gefällt euch das weiße T-Shirt beim Hannes? Sieht aus wie ein Pfleger aus der Psychiatrie. Ja. Also, da kann er mich gleich getarnt, einsperren. Getarnt. Wir möchten heute mit dem Dos Mars die Dos Mars machen. Also ein Mars-Getränk, wo Dos Mars drin ist. Als Grundlage haben wir natürlich wieder ein Bier. Das ist mal aufs Handy umgefallen. Die Grundlage ist wieder mal ein Biergetränk. Und wir haben dafür dieses Flensburger Pilsner. Herb, würzig und frisch. Der halbe Liter steht da drauf. Kennt ihr das? Schon mal gesehen? Flensburger Pilsner. Halber Liter. Das machen wir erstmal auf. Ungefähr so. Da, wo war denn jetzt der Undertaker? Hä? Der keine knallt Ahnung. Doch immer raus. Der knallt nicht Weil mehr. Ja das immer ein Liter ist und das Bier nur ein halber Liter, müsste ja dann die Hälfte vom Glas noch frei sein. Das ist die Grundlage für die Dos Mars. Ein halber Liter. Bei dir schäumt es aber ganz schön her, Alter. Bier. Ja, bei mir auch. Das erinnert mich an Chill mit Ramses am Montag. Da ist auch immer das ganze Glas voll, einfach nur mit Schaum, so wie jetzt hier. Das ist die Schneemars, die wir jetzt heimlich gebastelt haben. Oder hier. Wir können ja auch einfach jetzt die Spicy-Variante hinzufügen, denn wir haben gedacht, eine Dos Mars mit Dos Mars ist ja nicht spicy enough, weil dieser Zimtlikör hat nur 15%. Wir haben letztens Fireball getestet, das ist auch ein Zimtgetränk, aber Zimt-Whisky, der hatte 35%. Und um dieses 15%ige Dos Mars Zimtlikör zu verstärken, haben wir uns noch Jim Beam Bourbon im Stammball. Kleinen Stammball geholt. Denn der hat... Da gar nichts mehr. Wie hat er denn? Gar nichts mehr. Oder hat nichts, genau. Ich dachte auch 35 oder so. Versteht ihr? Das ist eine originale Mars, die aus drei Komponenten besteht. Bier... Dos Mars und dieser Bourbon, Jim Beam Bourbon Whisky. 40 hat der. Wo steht es? Da ganz unten schwarz.
Ganz unten schwarz. 5 Zentiliter Alk, 40%. Ich laber nur so viel in der Hoffnung, dass der Schaum wieder weggeht. Ja, ja. Jetzt könnten wir natürlich auffüllen bis zur Linie mit dem Dosmas und dann den als Topping oben drauf geben. Oder wir geben den jetzt rein in den Schaum, dass es den Schaum wegätzt und füllen dann auf mit dem Dosmas. Was sagt ihr? Was sagst du? Wir hauen erst den Whisky rein. Wir hauen erst den Whisky rein. Jo, wir hauen erst den Whisky rein und dann den Dosmas. Dann wäre das theoretisch, wenn ihr euch diesen Fireball Cinnamon Whisky Zimt besorgt in einer großen Flasche, könntet ihr auch mit 2 Komponenten dasselbe Getränk nachbasteln, dass ihr einfach Bier 0,5 Liter als Grundlage nehmt und den Fireball Whisky Zimt Whisky obendrauf bis zum Auffüllen. Weil wir Dosmas unbedingt wollten, damit der Name funktioniert, pimpen wir den Alkoholgehalt jetzt eben mit diesem Jim Beam auf. Das heißt, her mit dem Becher, stell den mal in die Mitte, der kommt jetzt oben drauf. Ich finde das sowieso genial, weil das sind ja Plastikflaschen. Ne? Den gießen wir jetzt hier drüber. Ihr seht, der Schaum haut direkt ab. Der Schaum ist komplett weg. Das ist richtig genial. Das ist gut. Definitiv. Und damit es eine Dosmas wird, kommt natürlich jetzt Dosmas rein. Zimtlikör. Feier ich, habe ich letztens mit Hannes eine ganze Flasche vernichtet, als wir Rush Hour geguckt haben, Teil 1, 2 und 3 nacheinander. Ja. Wir haben alle 3 Rush Hour Teile geguckt. Riech mal, ist es nicht herrlich, ne? Herrlich. Riecht wie der Lutz-Döner beim Aufstehen. Nee, der Lutz-Döner riecht wie nicht besser, aber und jetzt füllen wir das natürlich auf bis zur Linie, bis zur Markierung. Der wäre natürlich jetzt sehr durchsichtig. Wir haben leider kein Stammballglas für euch, sonst hätten wir den euch auch mal zeigen können. So wie ich Hannes kenne, sagt er eh, ach komm, die Flasche ist eh gleich leer. Nee, füll ruhig noch mal rein. Da hätte ich jetzt gesagt, die machen wir heute. Du hast Nein leer gesagt und dann sage ich, wir füllen noch auf. Okay, dann füllen wir auf, okay. Kein Thema. Jetzt ist die ganze Flasche Dosmas leer. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Was ist denn da, wie viel ist denn da drin? 700 Zentiliter, das heißt, jeder von uns hat 350 gehabt. Ja, wir haben 250 Platz gehabt, haben 350 eingeschenkt. Die ganze Flasche Dosmas ist auf jeden Fall leer. Halt mal deinen Bierkrug hier mit vor der Kamera. Oder warte, der muss ganz fürs Thumbnail. Bam. Das ist die Dosmas. Ein Maßgetränk mit Dosmas, mit Jim Beam, damit es mehr Prozente gibt. Und die Farbe mit ist super. Einem genialen Flensburger Bilsener Bier als Grundierung. Und die testen wir jetzt, nachdem wir schon die X-Maß getestet haben. Aber die X-Maß seht ihr dann an Weihnachten. So, Hannes, schöne Fab wieder mal. Hast du gut gemacht. Wir probieren mal die Dosmas. Probieren wir mal. Wie Roman Reigns. Roman Reigns in der Hause. So, was schmeckst du? Dosmas. Ja, süßlich. Es ist süßlich, es ist aber auch. Das Bier schmeckt man trotzdem noch mit raus. Ich schmecke kein Bier. Nee, es ist alles irgendwo im ganzen Mund irgendwo eine Party irgendwie. Ich schmecke auch kein Bourbon. Nee, ich schmecke nur Dosmas. Ja, es ist einfach alles nur eine reine Party im Mund. Vielleicht sollte man sich auch mal einen abgetrennten Finger mitnehmen, dass man das immer erstmal rumrührt, bevor man es trinkt. Und dann kann man besser gucken, was es eigentlich schmeckt. Aber da mal, frierst du eigentlich? Du sitzt hier nur im T-Shirt. Guck mal, der Hannes sitzt im T-Shirt. Nicht ne? mehr. Ihr müsst den hier so eine Brennnessel an den Arm machen. Ja, geht genau. Es eigentlich in zwei verschiedene Richtungen drücken mit der Haut. Das ist eine Brennnessel. Kennt ihr die noch aus der Kindheit? Aber den ganzen Tag habe ich gefroren. Seitdem wir die Maßgetränke getestet haben, war mir nicht mehr kalt. Das ist sehr schön. Da freue ich mich total. Vor allem nach dem Ding, was wir getrunken haben. Wir haben ein Ding getrunken, jetzt neu. Die Tiroler Likör-Dings. Ach so, den haben wir auch heute getestet. Da waren wir ja richtig dann warm. Den Tiroler Feuer genau. Dings. Mit genau, richtig. Ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen schwätzeln, dass ich das vermische.
Und dann muss man nochmal probieren, weil vielleicht hätte man doch als Topping den Bourbon drauf machen sollen. Dann hättest du nämlich den Bourbon direkt im Gesicht gehabt. Und jetzt hast du, weil du den Dosmas hast, hast du den Dosmas im Gesicht gehabt, aber nicht den Bourbon. Und deswegen würde ich sagen, Chris de Burgh. Nächstes Mal nehmen wir ein Messer mit, dann schneiden wir uns einen Finger ab und dann hauen wir den auch noch mit rein. Vielleicht gibt es dann noch ein gutes Topping. Du kannst Topping auch mit dem Messer umrühren, Hannes. Na ja, den Tipp gebe ich auch, dir noch mit. Wieder getränselt. Ach Gott. Ich und Weiß. Ich schmecke kein Bier, ich schmecke kein Bourbon, ich schmecke immer nur Dosmas. Und deswegen ist es auch die Dosmas. Weil der Zimt-Geschmack, der muss auf jeden Fall überwiegen. Der Zimt ist auf jeden Fall da. Das Bier ist ja immer nur die Grundlage, dass ein bisschen was im Glas ist. Aber die zweite Zutat ist eigentlich immer das Entscheidende, was die Maß ausmachen soll. Deswegen habt ihr ja das Dosmas als die maßgebende Maßnahme. So, und das ist nur eine Spielerei, ne? Das kannst du auch weglassen, wenn du willst. Aber nee, drei Komponenten haben sich durchgesetzt. Richtig, aber drei Komponenten müssen es ja im Prinzip sein, was du meintest, dass es eigentlich eine Maß wird. Kennt ihr überhaupt Dosmas als Getränk? Schreibt es mal in die Kommentare. Da gibt es ja auch so viele verschiedene Varianten. Da gibt es noch eine Pingeflasche. Das war früher eigentlich mal Wodka mit Beeren. Mittlerweile ist es wahrscheinlich nur noch Beerenlikör. Dann gibt es eine schwarze Flasche mit Fire Shot, okay, was dann Zimtlikör, aber auch mit Whisky ist. Dann gibt es so eine braune Flasche, was Hazelnut Shot ist, mit Haselnusslikörgeschmack. Das kenne ich, das Hazelnut, das kenne ich irgendwo. Es gibt sogar eine Mint Shot, die schmeckt nach Schokolade und Minze wie After Eight. Oh, bitte nein. In so einer grünlichen Farbe. Also Dosmas hat so viele geniale Partygetränke rausgehauen, aber gefühlt gibt es Dosmas wahrscheinlich immer weniger, weil sich die Marke nicht gehalten hat. Wir sind heute so viel rum, wir waren Rewe, die haben nur den Pinken gehabt, wir waren Edeka, die haben gar keinen gehabt, wir waren Netto, die haben gar keinen gehabt. Wir mussten bis zum Kaufland, damit wir den Pinken und diesen gefunden haben. Diesen extra, weil das ist ja der mit Zimt und darauf kam es ja an. Es wird also immer schwieriger. Die Gletschermaß war schon richtig schwierig, überhaupt das Gletscherwasser von Schwarzbacher zu bekommen. Ja gut, das war aber auch schwierig, ne? Und deswegen. Das war ja im Prinzip Zufall, dass du die gefunden hast. Ja. Wenn ihr noch Ideen habt für Maßgetränke, für Maßkreation, was wir noch nicht getestet haben, wir haben schon alles durch. Laternenmaß, Odelmaß, Blackmaß, Evilmaß, ja. Schneemaß, Koreamaß. Wir haben so viele Maß durch. Wenn ihr noch Ideen habt für Maß, Pfeffimaß haben wir selber erfunden. Ja. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war es das, glaube ich, von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Peace out. Bis dann. Peace out. Fort. Ja. Euer Ramses. Euer Hannes. Macht es gut. Prost. Prost, genau. Weil es so dunkel ist, darauf, dass es dunkel ist, erstmal an Dosmas. Super. Super. Ja, da tropft halt alles wieder raus aus dem Mund. Okay, das war's von meiner Seite. Alles wieder. Ja. Euer Ramses. Ja.